деньги, что для меня значат деньги. Я люблю деньги, но иногда я замечаю за собой, что, возможно, я отдаю им слишком большое значение. Возможно, мне стоит меньше об этом думать, потому что я не знаю, что... Я знаю, что деньги — это достаток, и мне хочется, чтобы я обеспечила свою семью, своих родителей, себя, чтобы у меня была достойная жизнь. Каждый человек этого хочет, и это нормально. Но иногда мне кажется, что когда ты гонишься за деньгами, ты пускаешь что-то важное. И я не хочу, чтобы деньги поработили меня или сделали меня рабом. Я только за деньгами гоню, деньгами. Хочется, чтобы что-то еще в моей жизни было. Но я понимаю, что деньги — это тоже очень важно. Я понимаю, что если я хочу обеспечить себя и достойную жизнь, я должна много работать. Много работать — это означает, что я должна посвящать этому много времени. Всем нам хочется, чтобы наши родные и близкие хорошо жили. Для меня это очень важно, потому что в детстве, когда мы были маленькими, у нас не было много денег. И мне часто хотелось, чтобы у нас... Возможно, я не говорила этого родителям, но... Ich war damals auf einer Grundschule in Berlin-Hohenschönhausen und ich weiß, dass da irgendwie die wenigsten Leute heutzutage ihr Abitur machen und auch die wenigsten Leute studieren werden. Also ich glaube, wir waren 25 oder 26 Schüler und davon machen jetzt, glaube ich, gerade 4 oder 5 ihr Abi. Und dann bin ich später umgezogen in einen anderen Stadtteil, wo eben von der Grundschule fast alle ihr Abitur gemacht haben oder machen werden, also wirklich fast 100%. Das ist irgendwie sehr krass, dass man da schon so eine soziale Ungleichheit irgendwie sieht, in einem selben Bezirk, aber einfach in unterschiedlichen Stadtteilen. Und das ist etwas, was mich irgendwie immer sehr mitnimmt und irgendwie sehr bewegt. Weil ich persönlich das einfach unfair finde, dass unabhängig davon, wo man geboren ist und abhängig davon, wo man geboren ist und wo man vielleicht gelebt hat, wo man die ersten Jahre seiner Schullaufbahn begonnen hat, dass das im Endeffekt über sein ganzes Leben entscheidet. Und ich hatte das Glück, dass ich das irgendwie geschafft habe, jetzt irgendwie dahin zu kommen. Aber es haben eben nicht alle dieses Glück. Das sind immer so ein bisschen wie Eintrittskarten im Leben. Also es bringt einem immer einen Schritt weiter. Ich stehe kurz davor, mein Abitur zu machen und habe dann die Eintrittskarte sozusagen, mein Studium zu machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich vielleicht einige Schwierigkeiten mehr als andere. Und yani herkesin ideal bir jobu vardır, bütün herkesin. Bu sonuçta herkesin hayal kurduğu bir şey. Çocukların hep hayalinde bir hayal vardır. Mesela küçükken avukat olmak isterlerdi ya da küçükken ne bileyim polis olmak isterlerdi. Benim hayalim de küçükken avukat olmaktı. Hala da bir hayalim var ama çok zor gerçekleştirmek. Çoğu kişi başaramaz diye düşünüyor ama herkesin böyle bir düşüncesi var. İşte o benden daha iyi, ben ondan daha iyiyim. Ama herkes bunu düşünmesi gerekiyor ki benim için ne iyisi onu yapmalıyım. Sonuçta bu benim işim. 10 sene sonra bile çalışacağım ve hiç kimse karar veremez. Tabii ki de bu hayali gerçekleştirmek için sonuçta okula gitmeniz gerekiyor. İyi bir okula gitmeniz gerekiyor, iyi bir sınav vermeniz gerekiyor. Bu çok önemli tabii ki sizin için. Ve sonuçta sizin geleceğiniz sizin elinizde. Frau
Faulheit. Ich, wenn man mich fragen würde, bist du faul? Ich würde sagen, ja. Ich bin eine sehr faule Person. Ich bin zu faul, den Müll runterzubringen, auch wenn er schon 2 Wochen vor meiner Tür steht. Ich bin zu faul zum Lernen. Ich bin zu faul, sondern manchmal wirklich zu faul, einfach irgendwas zu tun. Ich setze mich einfach irgendwo hin und existiere. Dann mache ich einfach gar nichts. Weil ich mir denke, wozu den Bewegungsaufwand machen? Und dann sitze ich da und vegetiere vor mich hin wie so ein Stein. Und wenn man so vor sich hin vegetiert, dann hat man Gedanken, sehr viele Gedanken. Und dann denkt man aber auch, warum sitze ich hier? Warum bin ich faul? Ich könnte doch so viele Dinge tun. Ja, ich bin eine sehr faule Person. Ich mache das sehr oft. Dann denke ich mir, macht es Spaß? Macht es keinen Spaß? Kann man es als Spaß bezeichnen? Kann man es bezeichnen als Langeweile? Kann man es bezeichnen als Vegetation?